Guten Morgen. Die Nacht war kurz, wie man sehen kann. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit und habe ein bisschen was vor. Und zwar wollte ich was basteln für Liams Geburtstag. Hier habe ich mir schon so Kügelchen zurechtgelegt. Und zwar soll das was für seine Torte sein. Ansonsten wollte ich noch ein Outfit für ihn kaufen für seinen ersten Geburtstag. Mal schauen, ob das klappt. Hier gibt es einen ganz kleinen Laden und ich unterstütze ja immer gern die Geschäfte hier bei uns im Ort. Man kann nicht so wirklich viel shoppen, aber ich versuche es einfach mal. Ich habe auch schon ein bisschen was im Haushalt gemacht und habe jetzt aber noch die Mikrowelle vor mir. Zeige ich euch auch gleich. Ansonsten war der Postbote auch schon da und hat wieder ein Paketchen für euch gebracht. Und zwar für eine monstermäßige Verlosung. Also da sind ganz, ganz viele Lidschattenpaletten drin. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Ja, ganz, ganz viele Produkte. Da hinten steht ja noch die Nintendo Switch Lite, eben auch für euch. Ich habe es euch ja versprochen, dass ich jedem Advent eine Verlosung für euch habe. Also seid da immer schön aufmerksam, falls euch sowas gefällt und falls ihr eben teilnehmen möchtet. Ansonsten werde ich auch ganz oft zu meinem Make-up gefragt. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Wochen bzw. Monaten immer dasselbe verwende. Also ich habe da mein Täschchen, das hatte ich auch mit in Italien dabei, das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Kann ich euch dann später mal zeigen. Jetzt mache ich aber erstmal in meinem Haushalt weiter und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also ich habe meine Mikrowelle eingesprüht. So, und jetzt über Nacht eingewirkt. Die hat nämlich echt böse ausgesehen. Richtig heftig. Alessandro, der macht so gerne Pancakes. Und da muss man die Butter quasi ja, flüssig dann in den Teig reinmachen. Und ab und zu ist dann die Mikrowelle etwas zu lang an. Und dann spritzt es alles nach oben. Ja, richtig heftig. Und deswegen muss ich die jetzt echt mal grundsanieren, sozusagen. Da würde ich mal sagen, sieht es wieder aus wie neu, außer von hier außen. Das muss natürlich auch noch gemacht werden. Gelu, schaust mir zu? Gelu, schaust mir zu? Hm? Wird auch mal Zeit, dass ich mich umziehe, ne? So, das mache ich jetzt noch sauber und dann ziehe ich mich aber um. Willst du mithelfen? Magst du mithelfen? Hm? Ja, ich würde sagen, da kommt ein ganz schöner Schmutz runter. Essen habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet und zwar gibt es Linsensuppe, haben sich zwei meiner Jungs gewünscht. Dazu habe ich Karotte, Kartoffel, Sellerie und da ist noch ein bisschen Petersilie klein geschnitten. Ich wollte aber irgendwas mit Kürbis, also mal schauen, was es wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Und hier habe ich noch einen Salat, den werde ich jetzt auch noch klein schnippeln und ja, dann lassen wir es uns natürlich später auch noch schmecken. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, was ich jetzt damit zubereite, werde es euch dann aber später mit Sicherheit zeigen. Und da ist es jetzt, das fertige Mittagessen. Ich habe so Hunger. Also hier ist die Linsensuppe und hier mein Gericht mit Kürbis. Und hier ist natürlich noch der Salat, der nie fehlen darf. Das wisst ihr ja. Also wir lassen es uns schmecken und sehen uns dann später wieder. Fertig mit Mittagessen. Und ich bin hier immer noch in meinem Flotter-Style. Dank des Wetters habe ich irgendwie überhaupt gar keinen Bock, mich fertig zu machen. Geduscht habe ich ja heute Morgen, aber ich ziehe mich jetzt mal um. Und dann gehen wir eben in die Stadt, weil ich nach den Sachen für den Liam schauen wollte. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich zum Schminken verwende. In den letzten Monaten eben, wie gesagt, jeden Tag. Und eigentlich wollte ich euch ja nochmal einmal im Überblick zeigen, was ihr eben gewinnen könnt. Ich lege das mal eben hier hin und zeige es euch. Also so sieht das Gewinnerpaketchen aus. Ganz, ganz viele tolle Lidschattenpaletten. Ich habe jetzt eine mal aufgemacht für euch, damit ich es euch ein bisschen besser zeigen kann. Richtig, richtig schön. Da ist bestimmt für jeden was dabei, also für jeden Geschmack. Hier haben wir noch eine Highlighterpalette. Hier ist dann noch so ein Make-up-Sponge. Und ja, wie gesagt, ich wollte es euch jetzt einmal ganz kurz ein bisschen besser zeigen. Und nein, das ist keine bezahlte Produktplatzierung. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ne? Ich habe gefragt, ob ich Produkte haben darf für euch.
euch und die wurden mir zur Verfügung gestellt und ich verschicke das Ganze dann und hoffe, ihr freut euch über so einen tollen Gewinn. So, und jetzt habe ich hier mal mein Make-up-Täschchen geholt, damit ich euch zeigen kann, was ich dabei hatte in Italien, beziehungsweise was ich eben in den letzten Wochen und Monaten verwende. Ich kippe das einmal um und zeige es euch. Also hier einmal ganz kurz im Überblick. Und zwar bekomme ich ganz oft die Frage, welche Foundation ich denn in letzter Zeit verwende. Ich mische zwei Stück. Und zwar zum einen diese hier von Bourjois, die Healthy Mix, mit dieser hier von L'Oreal. Die zaubert wirklich einen richtig krassen, schönen Glow. Allerdings verwende ich davon nur ein ganz kleines bisschen. Wie gesagt, diese beiden mische ich hier. Das sind meine Pinsel. Also damit verteile ich die Foundation mit diesem schönen, dicken Pinsel. Der ist richtig gut. Dann habe ich diesen hier. Den habe ich schon bestimmt 5 Jahre. Damit mache ich mir den Blush zum Beispiel drauf, beziehungsweise verteile dann das Puder. Damit konturiere ich mein Gesicht und die hier, die sind eben für die Lidschatten. Lidschattenpalette habe ich diese hier in letzter Zeit immer und immer wieder verwendet. Die ist von NE Cosmetics. Die sieht so aus. Wartet, da ist gerade das Teil hier. Vielleicht ist das auch was für euch jetzt für die Feiertage. Richtig, richtig schön sieht die aus. Sehr, sehr hochwertig und sehr edel. So, und dann für das Augenlid habe ich noch meinen liebsten, wirklich meinen allerliebsten Eyeliner Pen. Ich hatte noch nie so einen guten, der ist eben auch von NE Cosmetics. Und zwar ist der vorne ganz weich, sodass ihr richtig schön einen Eyeliner-Strich ziehen könnt und das Ganze aber nicht verschmiert, obwohl der ja recht weich ist. Denn ich hatte immer das Problem, dass wenn ich andere nehme, die eben auch mir die richtig doll wehtun, also weil die so hart sind, und der hier ist wirklich absolut genial. Ihr habt hier hinten noch so ein Teilchen, das verwende ich jetzt aber nie mit. Da fehlt jetzt auch der Deckel, aber den finde ich richtig genial. Dann zu meinen Augenbrauen, da verwende ich jetzt immer diesen hier. Den habe ich mir jetzt auch nachgekauft, der ist auch von L'Oreal Brow Artist nennt er sich. Ihr seht das auch. Der ist eben aufgebraucht. Hier ist mein Spitzer dazu. Mein Make-up-Sponge. Damit setze ich mir immer den Bereich unter den Augen. Hoppala. Und zwar mit diesem Banana-Powder hier von der Tara. Das hier ist mein Blush. Der ist von Benefit. Der ist richtig, richtig schön und der riecht so gut. Also den liebe ich auch. Total. Dann habe ich in Italien immer diesen Nagellack hier getragen, deswegen ist er auch noch hier in diesem Täschchen. Als Highlighter verwende ich super gerne diesen hier von L'Oreal. Sieht man da auch hier. Der ist so, so schön. Oh mein Gott. Ja, und dafür verwende ich diesen Pinsel hier. Und ansonsten habe ich jetzt noch, genau, Mascara. Ja, warum zwei Stück? Das ist auch lustig. Und zwar habe ich schnell eine neue eingepackt, eben hier rein, für Italien. Und jetzt weiß ich nicht mehr, welche neu ist und welche eben schon gebraucht. Und deshalb verwende ich beide. Dieses Produkt hier, das hat mir die Steffi geschenkt. Das ist von Becca. Das ist auch für unter die Augen. Das ist auch richtig, richtig gut. Aber mein absolutes Zauberprodukt ist dieses hier für unter die Augen. Das habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt. Und zwar sind es diese Augenpads von Dalton. Oh mein Gott, ich liebe die. Ich suchte die wirklich. Die sind so genial. Und zwar polstert es quasi den Bereich unter den Augen so auf, dass ihr wirklich so frisch aussieht und ja, jede Müdigkeit verschwindet. Also die sind wirklich Gold wert. Ich liebe die. Und die hatte ich eben auch in Italien mit dabei. Das sind jetzt so die letzten, die ich noch habe. Und ansonsten habe ich euch jetzt hier, glaube ich, alles gezeigt. Ja gut, meine Pinzette habe ich noch dabei und genau, das war es jetzt soweit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir sie ja gerne in den Kommentaren stellen. Ich schminke mich ja immer hier im Esszimmer, weil ich dann den Liam im Blick habe, denn im Schlafzimmer ja, ist es irgendwie ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich die ganzen Sachen jetzt hier noch in meinem Make-up-Täschchen. Ich brauche ja höchstens 5 bis 10 Minuten, um mich zu schminken, also das geht ja immer total schnell. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir sehr gerne. Ich werde versuchen, euch alles auch dazu nochmal unten in der Infobox zu verlinken. Und das gehört eigentlich in meine Truss. Naja gut, das mache ich jetzt noch schnell. Da ist sie. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt bei NE bzw. bei Dalton, macht es sehr gerne. Ich setze euch dazu auch mal einen Link unten in die Infobox. Beziehungsweise versuche euch mal alles rauszusuchen, was ich jetzt gerade gezeigt habe. Also die 1 habe ich jetzt schon mal hier ausgeschnitten. Ich bin jetzt nicht so der Pro, ne? Haha. ja, und hier habe ich jetzt mal angefangen, eine Kugel schon aufzufädeln. Mal gucken, wie das wird. Ich habe so eine bestimmte Vorstellung. Jetzt muss ich das auf jeden Fall erstmal hier drauf kleben. Und ja, dann zeige ich euch mal mein Ergebnis. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Thank you.
sieht das Ganze jetzt aus. Und das kommt jetzt dann so oben auf die Torte. Nicht wundern, ich habe das hier noch dran gelassen, weil ich das noch ausrichten muss. Also ich muss erst noch gucken, wie groß oben die Torte ist, damit es dann eben so drauf passt. Hier werde ich dann noch ein Stück abschneiden, aber das werdet ihr dann bestimmt noch sehen. Ich habe hier noch ein Krönchen drauf gemacht und diese Kugeln. Ja, so sieht es jetzt aus. Ich bin nicht so der Bastel-Pro, aber mir war es wichtig, dass ich selbst bastel und ich finde es ganz süß geworden. Ja, aber es ist wie gesagt noch nicht fertig. Angezogen bin ich jetzt schon mal. Also ordentlicher, sagen wir es mal so. So kann ich jetzt in die Stadt gehen. Dann los geht's. So, also heute ist irgendwie nicht mein Tag. Also unglaublich. Jetzt habe ich gerade den Kindersitz vom Liam gesucht, obwohl der im anderen Auto war, mit dem ich ja gestern gefahren bin. Ich habe den jetzt gesucht und dachte mir, ich fall vom Glauben ab. Echt. Also ja, Konzentration null. Okay, also ich fahre jetzt mal los und schaue nach was Schönem für unseren Schatz, eben zum Geburtstag. Und dann melde ich mich nochmal. Der Liam hat ja auch unglaublich viel von seinen Brüdern, hatte ich euch auch schon mal erzählt und auch gezeigt. Und das letzte Mal, also vor ein paar Tagen war ich unten im Keller und habe die Kartons durchgeschaut. Also ich habe alles nach Größen sortiert und da war ich quasi einkaufen im Keller. Ich habe bestimmt 10 Bodies geholt. Also bedeutet, ich muss jetzt keine mehr kaufen. Und Strumpfhosen hatte ich noch ganz viele, Pullis hatte ich noch. Und das ist natürlich richtig cool, dass ich die Sachen aufgehoben habe und dass die noch so gut erhalten sind. Aber die Kinder, die tragen die ja eh nicht lang in dem Alter. Und sobald sie dann 2 sind, 2,5 und dann viel auf den Knien rumrutschen, im Sandkasten sind und so weiter, kannst du mit den Hosen meist eh nichts mehr anfangen. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich bin, wie gesagt, froh, dass ich viel aufgehoben habe. Aber für den ersten Geburtstag darf es dann schon auch mal was Neues sein. Beziehungsweise er hat ja natürlich auch neue Sachen bekommen, aber halt was Besonderes. Ich bin mal gespannt, ob ich was finde. Also, da gehen wir jetzt mal los. Der Liam ist mit dabei. Die anderen wollten nicht mit. Und ich zeige euch meine Ausbeute. Wir sind da. Total süß da oben, der Pulli. Aber das ist, glaube ich, für sehr kleine Kinder. Und hier, das sieht auch süß aus. Jetzt gehen wir mal zusammen rein. Hier gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen. Da finden wir doch jetzt was für den Liam, oder? Süß. Mir gefällt ja das so gut. Schauen wir mal. Und da ist es, Liams Outfit, das ich gekauft habe. Nicht wundern, die Fliege, die habe ich jetzt einfach nur mal so hier dran gemacht. Die hatte ich noch, aber die passt leider nicht dazu. Ich wollte einfach mal schauen, ob ich das Ganze nicht so ein bisschen aufpimpen kann, denn ich bin leider gar nicht so doll zufrieden. Die hatten sehr, sehr wenig Auswahl, muss ich wirklich sagen. Also die Hose hier, die ist zwar sehr, sehr bequem, klar, keine Frage. Hier zusammen mit diesem schönen Longsleeve, das auch sehr schick ist, wie ich finde, aber ja, irgendwie ist es doch nicht so für diesen Anlass geeignet. Aber wie gesagt, die hatten leider fast gar keine Auswahl, zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen gehe ich dann wahrscheinlich doch nochmal in die Stadt. Ich muss mal gucken. Bequem ist es auf jeden Fall. Jeanshose wollte ich jetzt nicht, weil ich finde, dass das für so kleine Kinder immer so recht unbequem ist. Aber ich muss jetzt einfach mal schauen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Geschenke sind auch schon eingetrudelt hier. Eins von meiner Freundin, hier von den Nachbarn. Da habe ich mich auch total gefreut. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.